Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim letzten Herbst 2021 in Frostpunk. Es ist kälter geworden, allerdings sieht es mit dem Generatorbau relativ gut aus. Feuerstellen haben wir ja auch schon mal gebaut und ein wichtiger Anhaltspunkt zu entscheiden, ob wir diese Feuerstellen einschalten oder ob wir Arbeitsplätze beheizen, ist auch die Wärmesicht, die wir bisher in dem Szenario ja noch gar nicht gebraucht haben. Wo man aber zum einen sehen kann, wo könnte ich Heizungen einschalten? Ja, also hier sind die Heizungen und die Feuerstellen. Wir sehen aber auch, die Temperatur ist noch nicht mal von komfortabel auf verträglich oder kühl gesunken. Es gibt noch kalt, sehr kalt, eiskalt. Stattdessen ist alles noch auf komfortabel, obwohl wir Minusgrade haben und hier Zelte stehen. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das Ganze noch orientiert auch ist an anderen Szenarien, wo wir dann auch schon mal, ich sag einfach mal, ohne zu viel zu spoilern, nahe oder rund um dreistellige Minusgrade liegen. Und da muss natürlich noch, ja, da dauert es dann ein bisschen, bis es unkomfortabel ist. Aber minus 10 Grad im Zelt ist auch schon ganz ordentlich, würde ich sagen. So, was forschen wir denn hier noch? Verbesserte Heizkörper, dann machen wir noch effizientere Heizkörper. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir mal überlegen, was wir hier noch herstellen können für optionale Verbesserungen. Also am liebsten würde ich einfach alle Verbesserungen bauen. Vielleicht gibt es dann sogar noch eine Steam-Auszeichnung, ich weiß nicht. Hier, Jason Dux hat das Unmögliche geschafft, sämtliche Verbesserungen gebaut und alle Einschränkungen des Generators vermieden. Wenn ihr wissen wollt, über welche Einschränkungen ich rede, schaut euch doch gerne mal die anderen Folgen zu diesem Szenario an. Da wird die Rakete wieder befeuert hier. Ich könnte den Bau auch beschleunigen, gar kein Problem. Mache ich aber nicht. Wie viel Zeit habe ich? 10 Tage vor Fälligkeit. Tag 45, das ist Tag 31. Locker flockig, Arbeitssicherheit ist super. Ich glaube, ich habe da alles genau richtig gemacht mit der Arbeitssicherheit. Kohle über 10.000. Alles prima. So, was habe ich gesagt hier? Kirche, komm. Ich will diesen Motivationsbonus unbedingt behalten hier, wenn das irgendwie geht. Er will, ich möchte. Der Captain möchte. Obwohl, ich bin hier gar nicht mehr der Captain. Ich bin ja hier Konzernangestellter in diesem Szenario, wenn ich das richtig verstanden habe. Noch gibt es ja solche Konstruktionen. Ich finde das Fernrohr hier geil. Zur Beobachtung der Leute. Oder wie nennen wir es? Ein Makromikroskop. Und was ihr hier seht, hier, Eisschollen. Falls es noch nie aufgefallen ist, die sich hier so langsam bilden. Ich hoffe, die Menge an Material reicht, was ich hier so sammle. Und ich hoffe auch, es ist eine gute Entscheidung. Ich habe mich jetzt wirklich dafür entschieden, den Generator hier noch mit den Extras auch zu versehen. Ich könnte das ja auch lassen, wenn ich wollte. Das könnte ich eigentlich mal lassen, oder? Den Holzkohlemeiler zu betreiben. Ich habe ja jetzt genug Kohle und bekomme auch noch genug Kohle geliefert. Ich glaube, ich baue da hinten keine Ladestation mehr. Das Zeug kann ich ja auch noch so abtransportieren später. So, verbesserte Heizkörper und jetzt noch Heizkörpereffizienz. Weniger Kohle, eine Kohle pro Heiz, ein Kohle pro Heizkörper, das ist gut. So, jetzt müssen wir hier mal wieder was rausnehmen aus dem Vorrat. So. Ausgezeichnet.
Was los? Schicht im Schacht? Briefe aus der Heimat. Beunruhigter Vater, Sir, hat ein Arbeiter einen Brief von seiner Frau erhalten, in dem geschrieben steht, dass eine seiner Töchter schwer krank geworden ist. Schlechte Neuigkeiten wie diese können die Moral der Mannschaft beeinflussen. Sollen wir den Abschnitt, der sich mit der kranken Tochter befasst, zensieren? Zensiert den Brief nicht. Die Motivation sinkt gleich. Zensiert den Brief. Die Unzufriedenheit steigt an. Wir zensieren den Brief. Und warum? Wir kriegen die schwerkranke Tochter, ja, vielleicht sollte er es wissen, aber wir kriegen die schwerkranke Tochter nicht hierhin. Das bringt die Tochter auch nicht weiter und wenn der Vater in die Heimat fährt, sterben sie beide. Andererseits, es hilft alles nichts, ne? Alles für die Motivation. Ah, Augen zu und durch. So. So, was haben wir denn hier? Kohle. Tja, noch mehr Kohle, ne? So. Oh, noch ein Lager für die Lebensmittel. Was habt ihr denn für ein Gefühl zu dem aktuellen Szenario? Schreibt es mir noch gerne mal in die Kommentare. Haltet mal kurz an und inne. Würde mich interessieren. Auch wenn ihr es anders gemacht hättet, wenn ihr passionierte oder nicht so oder nicht mehr oder weniger passionierte Spieler von Frostpunk seid, wie hättet ihr es gemacht? Hättet ihr es anders gemacht? So, Transport mit Dampfkernen ist da. Ja, gut, benutze ich aber nicht. Ich baue da jetzt keine Ladestation mehr hin. So, was wollte ich hier nochmal vor? Stahl und so weiter und so fort. Was wollte ich machen? Also, Ende der Arbeitsschicht. Als erstes mal hier 10 Stahlgemische. Ne? Wir machen das mal von links nach rechts einfach. 10 Stahlgemische. Wenn sich da jetzt erstmal noch nichts tut. Imposantes Städtchen, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen näher reinzoomt. Können wir hier auch mal ein bisschen beim Bauen zugucken. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Dunkel war es, der Mond schien helle. Schön auch, wie die Schatten hier so rüberlaufen übers Gelände. Ich glaube, man genießt viel zu wenig die Detailtiefe von Frostpunk, die hier dargestellt wird. Ein Einwohner ist gestorben. Warum? Aufputschmittel sehr stark. Bitte mit Vorsicht genießen. Leute, geht mit den Aufputschpillen vorsichtig um. Oh, verdammt. Ich glaube, das ist der erste im ganzen Szenario. Okay, werden ja hier beerdigt, ne? Heimschicken machen wir doch nicht, oder? Leichen vorbereiten. Vorbereitungskosten. Holz. Keine Leichen für Vorbereitung ausgewählt? Okay, dauert wahrscheinlich im Moment. Kokainpillen, tödliche Überdosis. Sir, wir haben eine Leiche gefunden. Die Mitarbeiter des Verstorbenen haben oft ihre Kokainpillen mit ihm geteilt. Woraufhin er immer mehr wollte. Er ist wahrscheinlich an einer Überdosis gestorben.
im Fall von Kokain keine Seltenheit. Unterbindet den Drogenkonsum. 3 Tage lang keine Kokainpillen einsetzen. Oder ich verstehe, die Motivation sinkt. Nee. Dann machen wir mal 3 Tage lang keine Kokainpillen, auch wenn da ein Zug zustande kommt. Das hatten wir gerade schon mal. So. Okay. So, bis hier nach England zurückgeschickt werden. Was auch nicht mehr so oft funktionieren wird, nicht wahr? Keiner da. So, was haben wir gesagt? Hier machen wir noch ein Lebensmittellager draus, nicht wahr? So, Essensrationen. Jetzt müssten wir aber relativ gut vorgesorgt haben. Keiner da. Wo bleibt denn der Tote? So, was habe ich gesagt? 10 Stahlgemische fangen wir mit an, ne? So, in der Nacht passiert jetzt eh nichts. Aber warte mal, warum fehlt denn hier? So. Flüchtigen sich ab und zu mal Ingenieure und Arbeiter. Tja, leider ist es nun so. Lange Zeit konnte ich einen Effizienzbonus aufrechterhalten, aber bin ich knapp drunter. Liegt wahrscheinlich daran, dass ein Erwachsener gestorben ist. Aber Heimführung von Leichen, da habe ich einen hier präpariert, der ist glaube ich schon zurückgeschickt. Und das schaut insofern hier ganz gut aus. So, mit den Gebeten könnte ich vielleicht nochmal die Motivation über diesen Level bekommen. Könnte auch ein Freudenhaus bauen. Mal gucken. So, hier werden hier die Profile gebaut. Da habe ich gleich schon die 10 Stück zusammen, die ich für die erste Erweiterung brauche. Und wir können gleich mal gucken. Die nächste Erweiterung braucht 25 Dampftauscher. Die könnte ich auch zur Not dafür verbrauchen, den Bau zu beschleunigen. Da können wir gleich schon mal 10 in Auftrag geben, wenn wir 160 Stahl haben. Lange Stunden der Arbeit. Zwei unserer Einwohner sind erschöpft. Einige von ihnen arbeiten schon tagelang in verlängerten Schichten. Ihre Mühen fordern ihren Tributen. Sie werden unruhig. Sie haben eine Pause verdient. Sie könnten streiken, wenn du sie ignorierst. Ja, 3 Tage lang reguläre Schichten. Komm. Wir versuchen das, was an der ein oder anderen Stelle den Leuten abzuverlangen. Natürlich auch da, wo es geht. Irgendwo wieder gut zu machen. So, ich forsche momentan noch an der Wärmedämmung des Gesundheitswesens. Wir können jedes bisschen Wärme bald gut gebrauchen. So, 10 davon. Ne, warte mal. Wo ich das mache, gucken wir erstmal bei der Technologie weiter. Wärmedämmung erforscht. Wärmedämmung 2. Hauen wir direkt noch hinterher. So. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, komm. 10. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier sogar hinbekommen, noch Extras dazu zu bauen.
brauchten das Freudenhaus. Um die Motivation zu steigern. Das bringt aber auch Probleme mit sich. Ich werde mal gucken, vielleicht... wenn es anderweitig nicht reicht, die Motivation wieder hochzubekommen. Andererseits sinkt die Motivation natürlich auch stark jeden Tag. Und umso stärker, umso kälter es ist, ne? Schwierig, wirklich schwierig. So, 25, ja. Für den Overdrive. Kennen wir alles noch aus anderen Szenarien. Aber da war der Generator ja auch mitunter schon fertig gebaut. So, Ende der Arbeitsschicht. Und diesmal auch wirklich Ende der Arbeitsschicht für alle. Der Anfang vom Ende. Alarmierende Gerüchte. Sir, wie es scheint, haben sich die letzten Neuigkeiten aus London im ganzen Lager herumgesprochen. Es kursieren wilde Gerüchte, aber die meisten Leute fürchten, dass sie hier zurückgelassen und sterben werden. Wirst du etwas dagegen tun? Lass die Leute reden. Erklärt die Situation. Weiß ja, was los ist. Steigt die Unzufriedenheit erheblich? Das wäre mir noch egal, aber die Motivation sinkt. Nein, lass die Leute reden. Erstmal. So, Motivation erhöhen. Es reicht nicht mehr, um den Motivationsbonus zu bekommen. Bedeutet, jetzt muss das Freudenhaus herhalten. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Ich hätte sie ja lieber im Badehaus belassen, aber es wird ja auch bald kalt, bevor die Leute da im Wasser einfrieren. Knechtschaft. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal das Freudenhaus. So, reicht für den Bonus. Das ist das, was ich wollte. Effizienzsteigerung um 30%. Wer soll da arbeiten? Freiwillige wohl kaum. Na. Auf die Diskussion lasse ich mich gar nicht mehr ein. Den Mist hätten wir in London zurückgelassen. Ja, ist nun mal so. Ich hätte meiner gesagt, es lässt sich nicht ändern. Doch, natürlich könnte ich es ändern, aber alles für die Motivation. Letztendlich sorgt das für unser aller Überleben. So, was ist hier schon wieder los? Streikunterbindung, verschwunden. Ein Aussehen möchte sich privat mit dir unterhalten. Nachdem er sich vergewissert hat, dass euch niemand belauscht, gesteht er, den vermissten Streikanführer getötet zu haben. Folgendes ist passiert. Ein paar Freunde und ich haben uns den Kerl zur Brust genommen, um ihn zur Vernunft zu bringen. Er blieb stur, fing an, um sich zu schlagen, rutschte aus und schlug sich den Kopf am Asphalt auf. Verdammt, wir haben ihn gleich unter dem Generator mit frischem Beton vergraben. Mit deinem Segen, hoffe ich. Straft die Aufseher, die Unzufriedenheit steigt. Lobt die Aufseher. Das Streikrisiko ist dauerhaft gesenkt. Die Arbeiter könnten von Zeit zu Zeit verschwinden. Oh. Von Zeit zu Zeit. Also die Frage ist, was ist von Zeit zu Zeit? Und gibt es dann mehr Tote? Allerdings ist das Streikrisiko dauerhaft gesenkt. Ja, wir loben die Aufseher, aber wir tun nur so, als würden wir das gut heißen, zum Wohle aller. Außer zum Wohle der, die verschwinden freilich. Ah.
So, 10 Stunden bis zur Fertigstellung. Also bedeutet nächsten Tag, oder? Wenn ich es richtig durchgerechnet habe. Bei den verkürzten Arbeitszeiten könnte es natürlich auch glatt der übernächste Tag werden, aber ich denke mal, der nächste Tag wird es werden. So, und sobald hier der Counter abgelaufen ist, ein Tag, 5 Stunden, werden noch wieder Kokainpillen ins Essen gemischt. Weil ich brauche hier alles für die Motivation. So, Maximum, Maximum. So, effizientes Sammeln habe ich so nur so aus der Not raus, dass irgendwas erforscht wird. Ausgewählt. Brauchen tun wir das eigentlich nicht, obwohl es hier oben wahrscheinlich ein bisschen hilft. Bei dem Haufen. So, effizientes Sammeln erforscht. Die Frage ist, pumpen wir jetzt noch irgendwas irgendwo rein? So, Dampfladestation in den Kram, das habe ich ja völlig weggelassen. So, Dampfsägewerk. Verarbeitet gefrorene Bäume schneller. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, heizen. Ich werde mal die erweiterte Heizung trotzdem erforschen. Erlaubt uns die Reichweite zu erhöhen. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass sich die Reichweite automatisch erhöht, sondern dass wir das optional machen können. Das ist mir sehr wichtig. Wäre ja auch Quatsch alles andere, oder? So, wenn wir das haben, Nahrung und Gesundheit, zusätzliche Wildbeuter, braucht kein Mensch mehr. So, Generatorkonstruktion. Gut, wir können hier noch die Lüftungsanlagenintegration erforschen. Das ist aber auch Quatsch. Ja, damit könnte ich noch eine dritte Lüftungsanlage bauen. Ich habe aber ja noch nicht mal eine zweite hingebaut. Also sind wir dann mit der Forschung durch. Vorerst. So, hier können wir noch 5 und 5 dazu packen. Dann haben wir 10, 20. Brauchen noch 5. Und dann brauchen wir noch 10 Stahlgemische. Immer, dann haben wir die 25. Dann brauchen wir noch 20 und 15 Stahlgemische, um alle Erweiterungen wirklich bauen zu können. Mal gucken, ob wir es schaffen, dass wir alle bauen. Also zumindest versuchen möchte ich es. Ob uns da zeitlich oder mit irgendwelchen Events irgendwas anderes in die Quere kommt, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt freilich nicht mit Sicherheit sagen. Festnahme. Das allsehende Auge. Sir, ein Ingenieur möchte sein neues Überwachungskonzept präsentieren. Angelehnt an Jeremy Benthams Panoptikon-Idee habe ich ein Gebäude entwickelt, in dem nur wenige Aufseher die Sträflinge zu jeder Zeit beobachten könnten. Dadurch wird gewährleistet, dass sie mit höchster Effizienz arbeiten. Wollen wir seine Pläne in die Tat umsetzen? Nicht jetzt, die Motivation sinkt leicht. Legen wir los. Du hast 2 Tage Zeit, das Knechtschaftsgesetz zu beschließen. Da ich mir nicht leisten kann, dass die Motivation sinkt, werden wir wohl das Ultima Ratio Knechtschaftsgesetz beschließen. Mal gucken, was das dann am Ende für Auswirkungen haben wird. So, Motivation. Ja, wir haben schon wieder den Bonus unterschritten. Da kann ich aber jetzt erstmal nichts dran machen. So, und die Thermohülle wird wohl heute nicht mehr fertig. 15, 16, aber morgen dann. So, bald wird's kälter. Mein Versprechen mit den Kokainpillen habe ich gehalten, habe aber auch gleich wieder Kokain reingeschüttet, damit ich hier diese Motivationsgrenze wieder überschreite. Und jetzt können wir auch das Knechtschaftsgesetz erlassen. Jeder wird verdächtig, jeder wird beobachtet, jeder wird dienen. Tja, wenn es so sein muss. Neues Gebäude, Panoptikon, neue Fähigkeit, Zwangsarbeit, Panoptikon. Zwangsarbeit verdoppelt die Effizienz an Arbeitsplätzen, an denen nur Sträflinge arbeiten. Du musst das Panoptikon bauen. Zwangsarbeit senkt die Arbeitssicherheit um 3. Aber ich muss die Zwangsarbeit ja nicht einsetzen. So, aber die Motivation steigt und das ist jetzt das Einzige, was zählt. So. Und wir sind wieder über der 30, über die über der 30%
Plusstufe, müssen jetzt natürlich das Panoptikum bauen. Brauchen wir 100 Stahl dafür. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es leicht gelassen. Nein, wahrscheinlich nicht. Wie viel Zeit habe ich? 2 Tage, 23 Stunden. Da mache ich mir jetzt wenig Sorgen drum. Was ein bisschen, ja, mal gucken. Also jetzt sinkt auch in kürzeren Abständen die Temperatur. Aber der Generator ist fast fertig. Und vielleicht kann ich dann auch wieder forschen, nämlich Generatoreffizienz und solche Geschichten. Weil im Grunde wäre ich ansonsten mit der Forschung, also zumindest mit den Dingen, die ich erforschen möchte, soweit fertig. Jetzt ist mal richtig kalt. So, jetzt mal kurz gucken. So, minus 20. Ja, minus 20. Was sagt denn das Wärmebild jetzt? Es sagt immer noch erträglich. Erträglich ist für mich noch kein Grund, die Heizung einzuschalten. Ja, ich weiß, ich bin ein Quäler und Schinder. Ja. Ist jetzt einfach mal so. Das Panoptikum. Sobald ich 100 Stahl habe. Das Meer friert immer weiter zu. Noch kommen die Schiffe aber durch. So, sobald die verlängerten Schichten sich aufgelöst haben hier, wird sofort wieder mit Hochdruck. Mit Hochdruck und Nachdruck hier an diesen an der Materialbeschaffung gearbeitet. Wir haben keine andere Wahl. So, aber gleich ist der Generator fertig. Ich freue mich. Und keine schweren Unfälle mehr passiert in der Zwischenzeit. So, weniger als eine Stunde. Prozent. Mal eins der Hauptziele dieses Szenarios erreicht. 99%. Und 100%. Generator is operational. It's operational. Yes, 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 endlich geschafft. Haha. Der Generator, die letzte Herausforderung. Sir, all die Opfer haben sich gelohnt. Der Generator wurde in Rekordzeit fertiggestellt. Kaum jemand hätte es für möglich gehalten und trotzdem steht ihr hier vor uns. Es ist Zeit, nach Hause zurückzukehren und unseren Sieg zu feiern. Oder wir stellen uns auch noch der letzten Herausforderung. Von den drei Generatoren für die Einwohner Liverpools wurde unserer ausgewählt. Wir sollten den Generator verbessern. Was meinst du? Hatte ich vor. Und ich würde auch generell hier bleiben, weil wir sterben doch, wenn wir zurück in die Heimat gehen. Wir bleiben. Die Motivation steigt erheblich, oder? Wir sind hier fertig. Das Spiel wird enden. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können an dieser Stelle schon mal festhalten, wir haben das Szenario besiegt. Wir haben gewonnen, weil wir könnten an dieser Stelle aufhören. Yes. Aber jetzt, wo ich die Option habe, bleiben wir natürlich. So, du musst drei Verbesserungen installieren, um die Kapazität der Stadt, die von unserem Generator beschützt wird, zu erhöhen. Steigleitung, Overdrive, Hitzeventil. Jede Verbesserung benötigt viele Ressourcen und Arbeitskräfte. Jetzt werde ich wahrscheinlich dann, kann ich jetzt, wenn ich es dann doch nicht schaffe, werde ich wahrscheinlich wieder scheitern. Pass auf. So, mega Motivationsschub. Und das Schöne ist, jetzt müssen wir mal gucken. Also, die Generatorverbesserung. Also, einschalten kann ich den jetzt nicht, oder wie? Okay. Also, wir fangen mit den Steigleitungssystemen an. Ah, erstmal muss ich es noch erforschen.
Nee. Doch, ich muss es einfach nur erforschen. Gleitleitungssystem, Overdrive bin ich noch nicht so weit und hier sowieso noch nicht. Also. Steigleitungssystem wird erforscht. So, wie viel Zeit habe ich? Also gut, das ist ja optional, ne? Bedeutet ja, ich gewinne auch, wenn ich es nicht schaffe, nicht wahr? Verbessere den Generator. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, 25 plus 10 brauche ich, ne? Ne, 25 einfach nur. Hiervon. Und die habe ich auch gleich. So, damit bin ich eigentlich auch schon fertig, was die zweite Verbesserung angeht. Also was heißt fertig? Natürlich muss ich sie noch erforschen. Und wir frieren hier bald ein. Das kommt noch dazu. Wie kommen wir denn hier wieder weg? Also wir sollten doch eh erst, nachdem alles eingefroren ist, mit dem Eisbrecher wieder befreit werden. Neuigkeiten aus London. Gute Arbeit. Glückwunsch, du hast den Generator gerade rechtzeitig fertiggestellt. Naja, so knapp war es jetzt auch nicht. Ein landesweiter Nahrungsmangel hat die Leute dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. Es kommt zu Aufständen in Manchester, Birmingham und Leeds. In den Kolonien herrscht noch größeres Chaos. Ebenezer Craven, der neue Premierminister, möchte die Rohstoffe aus dem Generatorprogramm umleiten. Es könnte sein, dass wir deinen nächsten Auftrag ändern müssen. Der Eisbrecher ist auf dem Weg und sollte bald da sein, um dich zu evakuieren. Na gut. Wir dienen dem Imperium. Und verbessern den Generator weiter. So, was hier noch passiert? Die Anspannungen nehmen weiter zu. Die letzten Frachtschiffe legen in 2 Tagen ab und den Leuten ist offensichtlich bewusst, dass etwas im Gange ist. Ein Aufruhr liegt in der Luft. Es wäre klug, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Bewacht den Hafen. Die Unzufriedenheit steigt. Hoffen wir auf das Beste. Nein, wir bewachen den Hafen. Ihr haut nicht einfach ab. Ihr haut nicht einfach ab. Da die Unzufriedenheit ja auf Null war, stellt das kein Problem dar. So, wir sind nun in der Lage, wenn auch nicht willens, das Panoptikon zu bauen. Guckt euch das mal an. Die Zukunft steht auf dem Spiel mit vollem Einsatz am Generator. 100 Stahl. Ich wäre jetzt lieber hier. Guckt euch das mal an hier. Ja. Auf dem Ferngläser hier. Jetzt hat das natürlich eine ganze Menge Stahl gekostet, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Na gut, aber das gucken wir uns mal zusammen an. Gut, das Ding wird gebaut. Attention all personnel. Work is over for today. Work is over for today. Werden die einzeln gebaut oder ist das Gesamtüberwachungsapparatsystem gedöns? Jo. Motivation steigt. Nicht viel, aber... Baustelleneffizienz. Ständige Überwachung von Sträflingen. Ja gut, das sind Sträflinge. Ah gut, das sind ja gar keine Sträflinge mehr am Bau. Gut, Hauptsache wir haben das Ding gebaut. Meine Güte. So, ich glaube bei der nächsten Kältegrenze ist dann auch Schluss hier mit. Schluss mit lustig. Ich glaube, ich muss noch so ein Rohstofflager bauen. So ein großes Rohstofflager. Irgendwo weit weg, wenn es geht. Na gut, oder hier hin. Wenn es keine... Oh, ein Einwohner ist gestorben.
Leute, geht mit den Aufputschpillen vorsichtig um. Na gut, der zweite. Auch wenn man die Pillen mit einem großen Schluck Wasser, wenn ich die Pillen mit einem großen Schluck Wasser nimmt, ist alles nur halb so schlimm. Na gut. Ja, wird so sein, dass ab und zu jemand stirbt. Einen habe ich ja schon wieder nach Hause geschickt. Ich glaube, das wird nichts mit noch mehr Leuten nach Hause schicken. Na, einer vielleicht noch. Der auf irgendein Schiff mit drauf kann. Und wenn zwei Leute gestorben sind, kann ich ja auch zwei Leute als Ersatz wieder mitbestellen. Und noch Dampfkern. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwelche Dampfkerne brauchen werde. Aber Hauptsache erstmal haben. Wer weiß, wofür es gut ist am Ende. So, damit das Wirtshaus auch rund läuft. So, komm, wir holen noch was aus der Motivation raus. So. Na, alles schön effizient bleibt hier. Was eine Überwachung hier, das ist ja schon... eine richtige Parodie hier. Aber ich habe natürlich eine Idee, worauf diese Parodie abzielen könnte. Wenn man mal von ausgeht, dass ich hier in Deutschland das Spiel von einem polnischen Entwicklerstudio spiele. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so gemeint. Deswegen sage ich es nicht. Aber wenn ihr eine Meinung dazu habt, könnt ihr mich die ja gerne in den Kommentaren wissen lassen und wir reden drüber. Drüber reden und schreiben können wir übrigens auch auf unserem Community Discord. Da freuen wir uns über jeden neuen Insassen zu erreichen, über discord.jasondux.de. So langsam wird es vor allen Dingen an den Außenbezirken hier ein bisschen kälter, sodass ich mir überlegt habe, wenn der nächste Arbeitstag kommt, dass wir hier zumindest mal die Häfen beheizen werden. Also ich glaube, das ist eine gute Idee. Und bei den anderen Arbeitsplätzen, naja, gut, bei den Lagern ist es nicht so schlimm. Das Essen kann man zur Not auch lutschen, wenn es eingefroren ist. Aber hier glaube ich, wir beheizen mal hier diese Arbeitsplätze. Frag mich allerdings, warum sie jetzt nicht wärmer angezeigt werden. Vielleicht kommt das auch erst zum Beginn der Arbeitsschicht. Vorspulen, da kommen die Schiffe. Wärmesicht. Okay. Okay, da wird. Okay. Das Hafengebäude wird aber jetzt auf sehr komfortabel beheizt. Ja. Gut, man könnte theoretisch auch das ganze Spiel in der Wärmesicht spielen. Dann ist es aber nicht so ansehnlich. Schon lange keiner mehr krank geworden. Ne? Wenn dann kippen sie alle direkt von den Kokainpillen aus den Socken. So, ich nehme die aber noch mal eine Weile raus jetzt, die Kokainpillen. Bis wieder irgendwie kommt hier süchtig. Die Motivation sinkt. Mal gucken. Die Kirche, ja gut, das dauert noch ein bisschen, bis wir die wieder einsetzen können, aber beinahe gesagt, uns friert der Popo ab, aber im Moment können keine Ressourcen erreicht werden. Jetzt an den Stahl werden wir noch rankommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, lass mal gucken. Also, wir haben jetzt die 25 Druckventile, die brauchen wir gleich. So, dann 15 Stahlgemische und 20 Druckventile zusätzlich. Also 15 Stahlgemische. Also hier noch 5. 5. So, nochmal vorsichtshalber gucken. Wirklich 15. Dann aber noch 20 Druckventile. Jo.
So, da können wir die mit den Verbesserungen auch gleich weiter forschen. Es läuft gut, es läuft echt gut. Dank guter Vorbereitung. Vorbereitung ist alles. So, Steuerleitungssystem erforscht. Die maximale Reichweite des Generators wird dadurch erhöht. Gut. So, Verbesserung Overdrive. Notfallprogramm, das den Heizwert kurzzeitig massiv erhöht. Gut. Dürfen wir den dann auch noch anwerfen in dem Szenario oder dürfen wir ihn wirklich nur bauen und verbessern? Ich würde ja gern hierbleiben mit den Leuten. Ob das vielleicht eine Option ist am Ende? Wir werden sehen. Ja, die Lage spitzt sich zu. Der Anfang vom Ende. Letzte Bestellung, Sir. Die Versorgung durch Frachtschiffe wird bald abgeschnitten sein. Das ist unsere letzte Möglichkeit, mit Hilfe der Telegrafenstation Ressourcen zu bestellen. Anschließend bleibt nicht mehr genügend Zeit für eine Lieferung, bevor die Temperaturen sinken. Ja, dann nutzen wir das natürlich nochmal. Und ich würde sagen, ich nehme hier nochmal einen Dampfkern. Ja, weitere Leute scheinen mir zu dem Zeitpunkt sinnlos zu sein, aber einen Dampfkern. Ich kann aber nicht bestellen. Weil der Cooldown noch läuft. Ne, hier ist noch ein Schiff unterwegs. Kann danach zwar nochmal was bestellen, aber es wird dann nicht mehr ankommen, weil die Zeit nicht mehr reicht. Also insofern ist dann hier gleich Schluss mit Bestellung. Ach ja. Da wird es also gleich richtig kalt. Richtig, richtig kalt. So. Ich habe auch bald das Material. Naja gut, dauert noch ein bisschen zusammen für die letzte Erweiterung. Hier, 15 Stahlgemische und 20 Dampftauscher. So weit entfernt bin ich jetzt allerdings auch nicht mehr. Nur. Hoffentlich friert jetzt nicht gleich alles zu, sonst reicht eventuell der Stahl nämlich nicht dafür. Das wäre wirklich schade, wenn es am Ende daran scheitern würde, dass mir nicht genug Stahl zur Verfügung steht. Andererseits, da liegt noch so viel Zeug rum, das müsste dicke reichen. Ah hier, jetzt ziehen sie einen Ballon ein. Die IEC kann keine Hilfe mehr schicken. Aber warum wir deswegen nicht die Telegrafenverbindung aufrechterhalten? Hier ist auch noch eine Antenne dran, ne? Gut, es kann keine Hilfe mehr geschickt werden. Aber das eine Schiff kommt auf jeden Fall noch an. Die 20 Dinger, die kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. So. 7 und 7 sind 14 und fehlen nur 6. Aber zuvor wird es erstmal kälter und dann müssen wir uns erstmal neu orientieren. Oh, der Transport ist noch angekommen, sehr schön. Jetzt gleich erstmal orientieren, wo wir die Heizung vielleicht anschalten müssen. Und es wird natürlich wieder kälter. Ich hoffe, es werden nur 10 Grad. Es wird nur 10 Grad kälter. So. Könnten wir dann Gesetze erlassen, aber ich glaube, das sind wir auch relativ durch jetzt, ne? Mit der ultimativen Knechtschaft. Die Motivation noch ein bisschen erhöhen. Na, da ist noch ein bisschen Cooldown drauf. Cooldown ist auch ein Wort, ne? Haben wir gar nicht so drüber nachgedacht, in so einem Spiel von Cooldown zu reden. Obwohl eher wahrscheinlich ist die Wartezeit dann eher ein Heat-Up statt ein Cooldown. Muss ich mir mal merken. Heat-Up statt Cooldown. Leute verwirren. So, minus 30 Grad, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, jetzt ist wirklich kühl.
Und jetzt fange ich auch an zu heizen, damit die Leute nicht krank werden. So, die Arbeitsplätze müssen unbedingt beheizt werden. Solange hier noch was ankommt. Danach kann man das ja ausschalten. So, Profilmanufaktur, da arbeitet keiner drin. Der Sicherheitsaußenposten ist warm genug. Die Gießerei. So, einschalten. So, im Badehaus ist es auch ohne Heizung warm genug. Das ergibt logisch Sinn. So, die Fabrikaussichtsbehörde ist zu kalt. Sägewerk ist egal, hier arbeitet keiner. Das Wirtshaus ist warm genug, ja wahrscheinlich wegen dem Prostituierten, ich weiß nicht. Speisehaus. So, und hier die Feuerstellen. Obwohl mir lieber wäre. So, warm wird's. Ja, sehr schön, sogar komfortabel. Alles schön mollig hier. Außer auf den Wegen, aber cool auch hier, ne? Wie in der Reichweite der Wärmestellen, hier auch der, dass sie daran gedacht haben, dass der Schnee dann auch wegschmilzt innerhalb der Reichweite dieser Feuerstellen. Also haben wir neben den Zelten noch 3 Meter Frühling. Ist doch nicht schlecht. So, wie viel habe ich gesagt? Ich muss immer wieder nachgucken, ob es 20 oder 25 sind. 20 sind's. So, wir sind jetzt so 5. Sind 14. Na, wir produzieren nochmal einen. Da muss ich nicht so rechnen. So, jetzt brauchen wir nämlich noch insgesamt 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 und 10 sind 20. Mal schnell gucken. Ja. Das passt. Wir können ja mal, habe ich noch nie ausführlich gemacht, auch hier, hier mal schauen, hier, wir haben die Wirtschaft, wir haben mit diversen Statistiken hier, Kohlebilanz, wir können bei den Arbeitskräften noch schauen, wie ist die Effizienz, wie ist der tägliche Gewinn, Status von Gebäuden, ob da Arbeiter fehlen, also man kann auch viel hier drüber machen. Ich glaube, man kann sogar einige Sachen hier drüber schalten und man kann vor allen Dingen direkt zu den Gebäuden gehen von hier aus. Und aus dem Schiffswrack könnte ich dann wahrscheinlich noch was rausholen, wenn alles komplett eingefroren ist. Da kommen wir bestimmt noch hin. Hier Gewinn, Verlust, was kommt unterm Strich raus, Nahrungsmittelbilanz, also viel, 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 was ihr euch hier angucken könnt. Quote in Behandlung, unbehandelte Einwohner, wie warm es in welchen Bereichen ist. Okay, gut. Nur, dass wir da auch mal einen etwas ausführlicheren Blick reingeworfen haben. Bevor wir den hier hoffentlich siegreich vom Feld gehen. Aber ob wir vom siegreich vom Feld gehen oder nicht, das, meine lieben Freunde, das schauen wir uns dann voraussichtlich in der nächsten Folge an. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.